Warum? Bro! Oh, ich hätte abspringen können. Naja, es sollte trotzdem reichen. Unter 1,5 Minuten sollte trotzdem reichen für Sparklies und alles. Hab ich recht? Hab ich recht, Spiel? Hab ich recht, Spiel? Hab ich recht? Nein, hab ich nicht. Aua. Hör, was macht der denn hier? Komm mit, Kumpel. Reicht es? Reicht es? Es reicht nicht. Was wollen die von einem? Das reicht nicht? What? Oh. Ich kann hier abkürzen. Oh mein Gott. Das ist der größte Timesave. Ja. Hallo? Danke, Spiel. Die paar Sekunden werden mir jetzt auf jeden Fall noch fehlen. Habe ich das Gefühl. Hä? Lol, ich kann hier stehen! Lol! Hahaha! Bamboozelt. Ja, okay. Ja, okay. Es wird ein bisschen dunkel hier, aber ich weiß noch, wo ich ungefähr lang muss. Oh, okay, schade. Weiter kann ich nicht cheaten. Hat mir jetzt auch nicht wirklich so viel weitergeholfen, wenn ich ehrlich bin. Warum? Ohne Witz. Das Spiel ist so richtig verbuggt. Ich hoffe, im Nachfolger ist das Spiel nicht mehr so verbuggt. Nein! Mann! Ach komm, Alter, deine Fresse, dumme Huh! Hä? Der Timer geht nicht mehr los. Hä? Was zum... Warum geht der Timer nicht mehr? Hä? Was zur Hölle? Okay, warte mal. War das einfach mal kurz normal zu Ende? Habe ich gerade einen geilen Bug ausgelöst? Sehr endgeil. Wie habe ich das gemacht? Super oft und ganz schnell resetten oder was ist es? Oh nein. Zählt das jetzt noch? Ja, doch. Timer ist immer noch. Warum bin ich hier? Nein! Jetzt geht der Timer los! Oh mein Gott, was habe ich getan? Nein, ich hatte es. Ja, aber der Timer geht neu los. Hä? Oder wenn ich mich jetzt umbringe. Shit, da geht er weiter. Nee, er ist wieder auf Null. Das ist alles definitiv ein Bug. Sollte so nicht passieren. Und das nutze ich jetzt aus. Natürlich nutze ich das jetzt aus. Hallo? Ich will endlich fertig sein mit dem Level. Boing. Ich habe die Taktik letztens gesehen. Ah, scheiß auf. Alter, ich spare ja gerade gar keine Zeit. Oh mein Gott. Zählt es? Ich hatte den Bug. Und ich habe ihn ausgenutzt. Und es hat funktioniert. Ja, Leute. Damit nach der ganzen Rage
Szene hier. Willkommen zurück zu Froggun. Und wir machen hier Welt 3 und 4 heute, also gehe ich mal von aus, komplett auf Speedrunner-Modus. Das heißt, so gut wie alle Level. Und ich gucke halt kurz. Ja doch, jedes einzelne Level hier machen wir jetzt No-Death, Speedrun-Mode. Und ich sage euch hier immer nur die besten Versuche. Also, ab geht's. Boah, bin ich froh, dass ich das hinter mich hab, ne? Das war echt Schmerz. Das war einfach nur Schmerz, das Level. Das will ich nicht neu machen. So, aber hier kann ich mich einfach hochchillen. Dann muss ich überlegen, wo ich lang muss. Ich muss wahrscheinlich hier lang. Oder ist das nur Bonus? Keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig. Das einzig Wichtige ist, rauszufinden, wo ich lang muss, wo das Ziel ist. Ich möchte ins War das denn nochmal? Ich meine, ich kann mich hier hochcheaten. Boing. Das hat mir aber nicht geholfen. Ich muss hier lang, ne? Ja. Dann, glaube ich, die kaputt machen. Oder so. Okay, okay. Boing. Nee. Boing. Ja, nee, das hilft auch nicht. Das ist nur Bonus, oder? Ach, hier. Gott, ich hoffe, das passt von der Zeit noch. Da ist das Ziel, das ist das Ziel. Jetzt sag nicht unter einer Minute, dann habe ich nämlich ganz knapp verkackt. 1,9, 1,10 ungefähr. Das sehen, bitte, 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 bitte. Perfekt. Perfekt. 45 Sekunden, knapp fast noch nicht ganz 46. Das sollte genügen für die Sparklies. Ja, alles Sparkle, alles Glitzer und wunderbar und ja, yippie. Ganz toll. Wuhu, genau so. Das haben wir schon. Und hier. Hä? Warte mal. Das habe ich aber schon geholt, letzte Folge. Hat er wohl nicht abgespeichert. Also hat er denn die andere Kiste abgespeichert, die ich geholt habe? Weil hier gab es auch noch. Ja doch, die hat er abgespeichert, warum auch immer. Na gut. Jedenfalls habe ich die jetzt nochmal. HP up. Und hier ist noch ein Level, wo wir nochmal das gleiche machen müssen. Ich glaube nicht. Oh, hi. Ja, komm mit. Lol. Ich glaube nicht. Nee. Hab ich mir schon gedacht. Okay. Ich hab's dann rumgeeiert. Rauszufinden, was ich tun muss. Okay. Also, ich sag euch jetzt gleich, was wir tun müssen. Boing. Okay. Ich wollte mal kurz sicher gehen, dass ich da einen hoch genügenden Jump habe. Das ist relativ simpel und selbsterklärend. Bisschen au. Man kann natürlich auch einfach den hier machen. Geht auch ein bisschen schneller, um eine Sekunde oder so. Jedenfalls, das war gerade nicht Absicht, das war gerade nicht gewollt. Auf jeden Fall hier abspringen. So. Aufpassen wegen der Fledermaus, die will nur nerven. Hier können wir ein bisschen abspringen, um. Nein! So, um ein bisschen früher hier ranzukommen. In allem. Das meine ich mit, wir können hier früher abspringen. So, schnell, schnell, schnell. Boing, boing. Zack. Hier geht's recht weiter. Ausbalancen, damit man hier hochkommt. Und hier auch ein bisschen, nicht zu viel ausbalancen, damit man sich hier rüber schießen kann. Oh mein Gott, hat geklappt. Sehr gut. So, das ist ein bisschen mit Luck. Okay, wir haben's. Jetzt ziehen. Mitgehen. Okay, perfekt, wir haben's.
Solange die Zeiten hier vernünftig sind. Von dem her, wie viel Zeit man hier hat. So, ja, egal, wie auch immer. Ich habe über eine Minute. Das ist jetzt zu viel, weil das eine Minute länger, also eine Sekunde länger ist. Als es Nein! Okay, glücklicherweise. Yay. Okay, das also auch noch geschafft. Wunderbar. Die Kiste haben wir uns jetzt wirklich auch verdient hier. Mit dem HP ab. So, genau. Jetzt gibt es hier noch drei Level in Welt 3. Und angefangen mit dem normalen Level hier. Slidy Spiky Cave. Schon mal sehr gut. Da kann man sich bestimmt auch hochtricksen. Ich hoffe aber, man muss es nicht tun. Und hier drüben war das Ziel. Also in 48 Sekunden. Komm, das muss reichen. Please, please, please. Und die 6 Hits, die wir jetzt haben, die sind wirklich sehr hilfreich, muss ich zugeben. Wirklich sehr hilfreich. Und ja, es hat gereicht. Wunderbar. Es läuft jetzt viel besser irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay. Ach, ja, habe ich schon No Death gemacht. Okay, hier muss ich nur Wettrennen machen. Es gibt übrigens, für die es interessiert, ein Achievement, wenn man den guten Jake abtrifft mit etwas. Das sag ich jetzt mal. Bam. Es hat da kein Achievement gegeben. Hey, 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 hey. Wie triggert das denn? Da, jetzt habe ich es bekommen. Da habe ich ihn jetzt abgetroffen. Hehe. Und hier habe ich eigentlich schon, als ich es angefangen habe zu spielen, das Level damals, da habe ich eigentlich auch schon Taktiken hergestellt, was man hier so machen kann. Ich muss mich nur an die wieder erinnern. Das ist das Einzige. Genau, sowas in der Art habe ich gemacht. Yep. Hey. Hey. Und dann bin ich hier beinahe gestorben. Hm. Nice. Oh, hier muss ich leider warten. Zumindest ein bisschen. Bam. Zack. Der grüne Schalter, genau. Der war auch wichtig. Mich schneller rüber zu kommen. Also wehe, die erwarten eine Minute, weil das ist knapp. Eine Minute ist knapp. Oh, ich glaube, ich mach den riskanten. Ja, ja, dang it. Mir egal. Ich habe eine Minute 5, 6, 7. Es reicht. Ja. Es reicht jetzt! Ja, ich bin überrascht, wie schnell es auf einmal geht. Nur das erste Level der dritten Welt war richtig schwer. Ansonsten geht das ja alles von Zeiten her. Okay, ja. No Death und Speedrun bei Vintry. Bei dem dritten Boss. Und hier muss ich zugeben, weiß ich leider nicht mehr genau, was wir gemacht haben und was hier zu tun ist. Wir finden es einfach auf die Schnelle heraus. Ja. Da ist das Ziel. Ich kann mich einfach rüber cheaten, oder? Ja, kann ich. Okay. Hey. Ah, nee, hier ist Bonus-Level. Hey. Das Ziel ist direkt hier. Okay, 25 Sekunden zum Boss zu kommen. Ist in Ordnung, denke ich. Ach, du warst das. Ja, ich erinnere mich an dich. Ich habe nur leider ein bisschen Schiss, weil ich dann den Feuerboss, den vierten Boss, machen mussten. No Death. Ja, der war. Ja, der war schwierig. Das muss ich sagen. Das war echt schwierig. Bam. Der hier geht voll. Muss ich nur konzentrieren. Der geht voll.
Und down. Oh, unter 3 Minuten. Das sollte reichen, hoffentlich. Ja. Let's go. Bis auf das erste Level war Welt 3 zu 100% absolvieren nicht so schwer. Also vom Speedrun No Death mäßig her. Das meinte ich. Genau, perfekt. Als Belohnung würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt hier ein paar Hüte. Wie zum Beispiel... Was ist das für ein Hut? Einfach eine Kappe, wo drauf steht Frog. Oder auch... einen Winter Hat. Und das kann ich mir auch noch mal leisten. Eine Wintry's Maske. Also gegen den ich gerade gekämpft habe. Es gibt noch ein Achievement, wenn man mit der Maske oder generell mit dem Hut, der dem jeweiligen Boss gehört, wenn man gegen den kämpft damit. Und das werde ich jetzt kurz holen, das Achievement. Aber das muss ich euch nicht zeigen. Ich wollte es nur sagen. Oh, danke. Das ist nett. Ah, da hat es jetzt gezählt. Ich habe es instant eingesammelt. Oh, oh. Ich krieg doch jetzt bestimmt das Achievement, oder? Spiel? Ja. Doppelgänger. Okay. Aber mit dem Hut möchte ich ungern weitermachen. Gib mir mal einen anderen. Habe ich mir irgendwas leisten noch? Ich kann mir nichts mehr leisten. Aber ihr seht, das sind nicht mehr so viele Hüte. Dann haben wir bald alle. Ah, welchen Hut wollen wir nehmen? Wollen wir wieder den hier? Ich würde den anderen mal nehmen, oder? Der ist doch schick. Nimm mir den. So. Und hier, in dieser Welt, wie immer das Gleiche. Ich sag euch den besten Speedrun. Geht ja immer weiter runter, wenn man einmal verkackt. Habt ihr das gesehen? LOL. Ja, das macht's einfacher. Ist es die ganze Zeit immer so? Ich meine, okay, dann hast du keinen No-Death, aber trotzdem ist das gut. Hä? Hab ich umsonst angestrengt? Oder wie ist das? Nein! War hier ein Checkpoint? Ja, okay, war ein Checkpoint, gut. So, keine Ahnung, was die Zeiten sind für dieses Level, aber ich... Oh mein Gott! Okay. Geht das wieder runter, die Zeit? Tatsache. Also ein bisschen zumindest, ja, doch. Das lohnt sich schon, irgendwie. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt lang muss. Als ob ich das Level hier noch kenne. Bestimmt hier. Hier muss ich bestimmt lang. Ja, muss ich auch. Ich wusste es natürlich. Ich kenne das Level auswendig, so wie jedes einzelne Level hier. Ich habe das Spiel entwickelt. Ich bin Entwickler. Ich habe alles hier entwickelt. Ich kenne alles. So. Ah, unter einer Minute. Okay, ich habe zu viel rumgeiert. Verstehe. Jetzt aber der Try. Keine Ausreden mehr. Jetzt kommt der Try. Der Try hard. Ach. Hey. Hey. Yippie. Hier direkt nach unten. Ganz viel nach unten. Hier schnell drüber. Hey. Und dann hier lang. Nein, ich... Steht 28 Sekunden, jetzt steht 22 Sekunden. Also eigentlich hat es sich jetzt gelohnt zu sterben. Irgendwie. Irgendwie schon. Na gut. Hey. Ja, hey. Boing, boing, boing. Runter. Nein, ich habe gedrückt, ich habe gedrückt. Oh, oh. Oh, hat er eingespeichert. Der speichert das irgendwie ein bisschen falsch ein, aber ich freue mich. Hey. Ich nehme das mit, hier auf jeden Fall. Hey. Hey. Boing. Spring. Spring. Schön. 40 Sekunden. Also... Ich bin gerade bei 40 Sekunden.
So viele habe ich aber nicht mehr. Leider. Oh no. Was habe ich getan? Komm schon. 7, 8. Komm schon, unter einer Minute. Das muss reichen. Bitte. Bitte. Es reicht nicht. What the hell? Das war noch nicht mal No-Death, ne? Oh, und No-Death wird nicht mal eingespeichert. Das ist ein Ernstspiel? Du hast es nicht mal eingespeichert? Oh, okay. Smart, smart. Ich hab's gerade angeschaut. Also, man kann literally einfach... Passt auf. Hier springen. Happy Birthday. Jetzt seid ihr hier. Toll, oder? Jetzt könnt ihr... Ja, okay. Moment. Ich möchte kurz wieder restarten, damit ich auch das No-Death bekomme. Also ja, wie gesagt, einfach hier springen. Seid ihr hier. Könnt hier hinspringen. Dann mit dem Drachenkopf mitbewegen. Mit dem Glurak hier. Und ja, alles ab hier wisst, solltet ihr dann wahrscheinlich schon wissen. Bis auf das Ende. Das Ende habe ich ja auch gesehen. Muss man anders machen. Und zwar... Mit dem kann man sich so rüber boosten. Habe ich es nicht unbedingt geschafft. Passt schon. Jedenfalls, jetzt kommt. Jetzt kommt. Nein! Okay, No-Death hole ich gleich nach. Ich würde das aber trotzdem schon kurz zeigen. Und zwar können wir uns hier rüberziehen. Geil, oder? Unter 40 Sekunden. Einfach krass, finde ich. Ja, und das reicht natürlich dann aus. Für Sparkly! Yippie! Ja, ich hole eben No-Death nach. Yippie! Jetzt sieht's noch schöner aus, oder? So, weiter geht's. Könnt weitermachen. Nächstes Level. Wuhu! Und zwar Magma Bathtub. Ah, das ist schon das Ziel. Ich finde, ich habe mich gut eingestellt jetzt. Oder? Unter einer Minute? I mean, ist doch gut. 53 Sekunden? Ich glaube, wir sind jetzt schon fertig damit, oder? Trick fürs Try, muss ich gleich kappen? Sie rennt an der Stelle, ne? Die Mario damals im ersten Mario Bros. Nee, es reicht sogar wirklich nicht. Oh. Huh. Oh, der Run läuft schon viel besser gerade. Richtig smooth bisher. Hm. Ja. Weiß ja nicht, was die Zeit ist. 45 Sekunden? Wenn ja, habe ich's. Und der Run hat mir jetzt auch sehr gefallen. Also, das muss eigentlich passen. Ja, kann ich schon sagen. Also ja, unter 45 Sekunden passt auf jeden Fall. Nice! Auch hiermit fertig! Ich freue mich immer, wenn das sowas schnell geht. Ja. Hey. Ja, komm, bitte. Danke. Oh nein, es ist am Ende wirklich einfach so eine Minute, oder? Wenn es eine Minute ist, habe ich es verkackt. Wenn es eine Minute und fünf ist, dann habe ich's. Na, was auch immer es ist. Jedenfalls, ich hoffe, ich hab's. Nein, ich hab's nicht. Schade. Das ist wirklich unter einer Minute. Boah. Okay. Weiß ich gar nicht, wo es jetzt weitergehen soll. Oh nein. Ich hab nur noch ein Leben. Das ist gar nicht eingeplant. Ich will eigentlich Damage boosten hier durch alles. Egal, hat geklappt. Junge, ich hatte gerade voll Angst, dass mich der letzte Balken noch trifft. Aber ich wollte nicht warten, weil ich dachte, okay, es ist schon fast eine Minute. Aber nee, ich hatte eigentlich noch Zeit. Es reicht nicht! Na, jetzt darf ich nochmal nachschauen, wo ich... Okay, ich weiß es jetzt.
Ich habe jetzt die Strats. Okay, warte. Jetzt habe ich die Strats. Bam. Bam, bam. So, ist man viel schneller hier. Das zum einen schon mal. Dann kann man sich hier einfach rüber boosten. Und nicht nur das, jetzt kommt das Lustigste. Ja, ehrlich, das geht. Ich kann das Ganze da einfach skippen und habe jetzt super viel Zeit. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel Minuten, wie viele Sekunden ich Zeit habe, aber egal wie viel es ist, ich werde es jetzt wahrscheinlich geschafft haben. Da, 33 Sekunden, Weltrekord. Nee, jetzt mal ohne Witz, also ist es Weltrekord? Wahrscheinlich, egal. Auf jeden Fall super schnell. Super gepasst, super gereicht und 1, 2, 3 Level noch. Ich dachte, es kommen nur noch 2 Level. Nope, 3 Level. Tar Swarm als nächstes. Da hätte ich mich rüberziehen können, das ist zu spät. Das habe ich erst jetzt gemerkt. Hey. Shit, da nicht lang. Muss ich lang? Hier? Ist hier das Ziel? Dann ist das Ziel. Okay. 1 Minute 30. Dann habe ich's. Ich habe das starke Gefühl, es muss noch schneller sein. Nein, ich hab's. Okay, danke, Spiel. Immerhin, das wird mir erspart. Oh, und ich dachte wirklich. Okay. Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Freut mich. Wunderbar. Wettrennen! Nordef haben wir schon geschafft, deshalb einfach nur ein Wettrennen. Ich glaube, da werde ich sogar First Try schaffen, deshalb. Also, ich gehe einfach mal davon aus. So. Ich bin immer so krass, so. Das gehe ich einfach davon aus. Schon kaputt. Hey. Ich nicht. Da, du denkst, du bist der einzige Coole hier? Guck mal, was ich hier machen kann. Ich kann hier rumtricksen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Egal. Da muss ich lang. Juhu. Passt schon. Das ist ein langer, langweiliger Weg. Und ich kann mich erinnern, das Level war super lang, ne? Aber ist okay. Wir kriegen das hin! Das war nicht geplant. Ich meine, es war geplant. Haha, ja, ja. Seht ihr, ich kann mich so schnell retten direkt. Hey. Dein ist es hier, dein ist es hier, ich seh's. Was? Wo bin ich was? Was passiert? Haha, bin ganz leicht vor ihm. So. So macht man das nämlich. Hier in der Höhe. Hey. Bin fast tot, ich brauch einen Checkpoint. Ah, da gibt's sogar einen Checkpoint, wenn man den gelben Schalter betätigt. Oh, das kommt aber erst danach, ne? Ja, okay, das ist irrelevant für uns. Darf mich jetzt einfach nicht mehr treffen lassen. So einfach ist das. Okay. So, da hinten ist das Ziel. So, das ist schwierig. Sich hier nicht treffen zu lassen von den Viechern. Weil die manchmal Aimbot haben gefühlt. Egal, passt. Oh Gott, wo muss ich lang? Ich weiß es. Nee, nicht mehr. Da hinten ist das Ziel, glaube ich. Ja. Okay. Oh, das war das Level. Oh mein Gott. Ich habe 2 Leben. Warum mache ich das immer mit zu mir selbst? Oh.
eine Minute über 20. Oh, das wird nicht reichen. Ich muss schneller sein. Habe ich recht? Habe ich recht? Jetzt habe ich nicht recht. Ja, ich habe nicht recht. Yippie! Yippie! Ja! Mal! Ja! Oh, und Scorchy no Death. Oh Gott. Ich glaube, nach dem Level höre ich das Video dann auf. Das Level alleine hier schon auf Speedrun-Modus zu machen, da habe ich keine Ahnung, wo ich lang muss für. Oh, das war gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ja doch, warte, das könnte es sein. Na, komm her. Oder einfach auf dem, ja, okay, auf dem boosten. Wenn der herkommt. Das dauert ja voll lange, bis er herkommt. Nee? Hm? Gibt's hier Vasen? Ja, doch, warte, die Vase vielleicht. Ja, die Vase ist es. Okay, wunderbar, wunderbar. Okay, 45 Sekunden, 46 Sekunden beim Boss sein? Ist das gut? Oh, es ist der Boss, stimmt. Oh nein. Hier brauche ich volle Konzentration. Boah! Das kommt ins Video. Wie bin ich dem ausgewichen? Vor allem, warum mache ich mir eigentlich so viele Sorgen? Ich habe 6 Leben. Immer noch. Ich denke irgendwie immer noch, dass ich 4 Leben habe. Oder noch so 2 Treffer oder so. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe 100%ig gewonnen. Nur ist halt jetzt die Frage, ob die Zeit reicht. Das ist eher hier die Frage. Ob ich zeitlich schaffe. Ich weiß ja nicht, was die Zeit hier ist. 4 Minuten würde ich behaupten. Also würde ich mal vermuten. So, jetzt kommt das. Na, aber jetzt habe ich es ja. Jetzt ist er vorbei. Oh, in ihn drin schon direkt. Aber hat er nicht gezählt direkt. Bam, vorbei. Zeitlich hat's gepasst, maybe? Tatsache. Also man hat wahrscheinlich schon so um die 4 Minuten. Geil. Leute. Ich hab den Bosskampf verstrikt. Das heißt, mein Skill ist gewachsen, Freunde. Oh. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Da machen wir dann Welt 5. Welt 6. Und keine Ahnung, wie viele werden noch kommen. Und dann holen wir nochmal alles nach. Mit Speedrun. Und das Speedrun mache ich ab jetzt sofort, ich weiß. Jedenfalls über 50%. Yippie.